Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und ich möchte zunächst mal die jüngste Teilnehmerin erfragen. Du kennst doch ein Kettenkarussell, nicht? Ja? Und ich glaube, die Erwachsenen kennen auch alle ein Kettenkarussell, nicht? Wo an Ketten solche Sitze, als Kinder haben wir alle mal da drin gesessen, solchen Sitzen. Und ich komme aus Karlsruhe am Rhein und bei uns in der Nähe gibt es eine Kleinstadt, wo immer Karneval gefeiert wird. Und da stand mitten auf dem Marktplatz während des Karnevals ein Kettenkarussell. Und am Marktplatz war auch der Ratskeller. Und da haben an einem Karnevalsabend die ganzen Honoratioren der Kleinstadt sich zum Essen verabredet. Da war der Bürgermeister dabei und der Arzt und der Zahnarzt und der Forstmeister und der Apotheker und die wichtigsten Geschäftsleute der Stadt. Und die haben ein wunderbares Essen mit ganz tollem Wein genossen und haben dann am Schluss noch die edelsten Schnäpse rumgereicht. Dann hat einer eine Runde gegeben, hat der nächste eine Runde gegeben. Und am Schluss waren sie ganz schön angetütert. Weißt du, was angetütert ist? Wenn Erwachsene ein bisschen viel getrunken haben, dann sind sie angetütert, nicht? Und wissen nicht mehr so richtig, können nicht mehr klar reden und wissen nicht mehr so richtig, was sie tun. Und die waren die Letzten, die überhaupt noch da getafelt haben. Und als sie dann rausgegangen sind auf den Marktplatz, um nach Hause zu gehen, stand dieses Karussell da. Und kein Mensch war da. Und im Ratskeller sind sie bedient worden von einer einzigen jungen Dame, die wohl da so ein Praktikum gemacht hat am Schluss. Und alle anderen waren schon nach Hause gegangen. Und dann meinte einer von den Zechbrüdern, das wäre doch lustig, jetzt mal Karussell zu fahren. Und das fanden die alle ganz toll und haben alle sich einen Sitz genommen, sich draufgesetzt. Und einer hat dann schnell noch angestellt, den Hebel rumgedreht und ist schnell auch noch auf den Sitz gesprungen. Und dann ging das los, das Karussell, und ging schneller und schneller und schneller und immer schneller. Und nach ein paar Minuten waren die Sitze schon fast waagerecht, denn wenn das sich ganz schnell dreht, dann fliegen die Sitze in die Höhe. Und dann plötzlich haben die gemerkt, das können wir gar nicht mehr abstellen. Das war schlimm, nicht? Die haben ganz oben über dem Boden geschwebt und haben sich schnell gedreht. Und wenn einer abgesprungen wäre, wäre er möglicherweise sogar tot gewesen bei der Geschwindigkeit und weil es ziemlich hoch war, die Sitze. Und dann haben sie um Hilfe geschrien und da war kein Mensch. In diesen Marktplätzen, da wohnt heute kein Mensch mehr. Da sind keine Wohnungen mehr, da sind nur noch Geschäfte. Und es war kein Mensch mehr da. Die waren alle schon nach Hause gegangen. Es war schon eins, halb zwei, also mitten in der Nacht, wo üblicherweise in den kleinen Städten die Bürgersteige längst hochgeklappt sind. Es war kein Mensch da und hat die Hilfeschreie gehört. Und das Karussell hat sich weiter gedreht. Und hat sich immer weiter gedreht, die ganze Nacht durch. Und morgens, die ganze Nacht durch, haben die da gehoppt. Und das hat ihnen natürlich keinen Spaß mehr gemacht. Im Gegenteil, die haben fürchterliche Angst gehabt. Und am Morgen ist dann ein Zeitungsbote gekommen, der die Sonntagszeitung ausgetragen hat. So um halb sieben oder sieben. Und da haben sie geschrien, er soll bitte helfen. Und der war völlig erschrocken, als er da Menschen in dem Karussell, in dem sich drehenden Karussell am Sonntagmorgen gesehen hat. Wo andere sich für den Kirchgang vorbereiten. Und da hat er nicht gewusst, was er machen sollte, hat vor lauter Aufregung die Feuerwehr geholt. Er hätte das auch selber abstellen können, natürlich unten, aber er wusste nicht, wie das ging und hat gedacht, wir brauchen jetzt die Feuerwehr. Und dann kam die Feuerwehr, hat es abgestellt und dann kam das Karussell zur Ruhe und dann haben sie plötzlich voller Schreck gemerkt, einer war tot, der hat einen Herzinfarkt gekriegt da drin. Und drei waren ohnmächtig geworden, also völlig ohnmächtig und mussten sofort in die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht worden. Die hatten irgend so was beim Skifahren jetzt öfters passiert, diese Gehirn, ich weiß gar nicht, wie das hieß, was der Althaus da beim Zusammenschluss gehabt hat, sowas hatten die im Gehirn und mussten auf die Intensivstation gebracht werden. Und alle anderen hatten schwere psychische Schäden und mussten jahrelang psychologisch behandelt werden. Das ist genau die Situation, in der sich heute unser Finanzsystem, unser weltweites Finanzsystem befindet. Die haben ein Karussell in Gang gesetzt, was sich immer schneller gedreht hat und was so hoch geflogen ist, dass sie nicht mehr abspringen konnten. Und jetzt sagen sie, helft uns. Und das ist ein Karussell, was nicht abzustellen ist, wo man nicht einfach den Strom abstellen kann, weil das ein Perpetuum mobile ist. Und die einzige Möglichkeit, lebend runterzukommen, ist, dass sie sagen, haltet Sprungtücher unten auf, wir müssen abspringen und damit wir nicht sterben, haltet Sprungtücher auf. Und diese Sprungtücher werden jetzt von den Staaten aufgehalten, also von uns allen, von den Steuerzahlern. Die müssen die Sprungtücher aufhalten, damit die Finanzjongleure da reinspringen können und nicht wenigstens lebend danach vom Sprungtuch aufgefangen werden. Das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Und nun ist die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und nachdem Sie das verstanden haben, und Sie werden das alle verstehen, das ist nämlich relativ einfach zu verstehen, obwohl es nicht in den Zeitungen steht, werden wir schauen, was können wir denn noch heute daraus machen, wo die Situation, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, nicht? Was können wir heute daraus machen? Also zuerst, wie ist es dazu gekommen? Die Anfänge liegen lange zurück und sind eigentlich arglos und gut.
Das war 1923. Da hat ein Joseph Beer und ein Raphael Stearns, die haben ein Equity Trading House gegründet in New York. Equity ist Eigenkapital, also ein Eigenkapitalhandelshaus gegründet. Die haben dieses Equity Trading House gegründet und haben sich gesagt, es gibt viele Leute, die haben gute Ideen, die haben eine Erfindung gemacht oder die haben eine andere unternehmerische Idee, und denen müssen wir helfen, wenn sie kein Geld haben, dass sie ein Unternehmen gründen können. Denn um Unternehmen zu gründen, genügt es nicht, eine Idee zu haben, man braucht auch Kapital. Und üblicherweise haben die Unternehmensgründer, die tollen Ideen haben oder die Erfindungen gemacht haben, keine Möglichkeit, Fremdkapital zu kriegen, weil sie keine Sicherheiten bieten können. Die haben noch kein Einfamilienhaus, sind oft junge Leute, und ohne Sicherheiten gibt es bei den Banken kein Fremdkapital. Und die haben gesagt, wir geben denen einfach Eigenkapital, und wenn es ein Misserfolg wird, dann haben wir das verloren, dann haben wir das in den Sand gesetzt, und wenn es ein Erfolg wird, dann wird das sehr viel wert sein, dann können wir das verkaufen und können damit handeln. Und also mit Eigenkapital handeln. Das ist eigentlich ein sehr gutes Konzept, und es ist der Grund, weshalb so viele Gründungsinitiativen in Amerika erfolgreich waren, weil die diese Eigenkapitalfinanzierungsmöglichkeiten hatten. Sie alle kennen vom Namen her das Silicon Valley in der San Francisco Bay, wo die ganze Computerindustrie, die Softwareindustrie der ganzen Welt letztlich ihre Konzernzentralen hat. Und das ist dort entstanden, weil es solche Equity-Trading-Häuser gab, die den Gründern und den Ideen, den Leuten wie Bill Gates und anderen, die mit solchen Dingen, ja, der Apple-Gründer Steve Jobs, die in der Garage letztlich alle angefangen haben, die haben gesehen, das sind brillante junge Leute, die brauchen erstmal Kapital, wir geben denen ein paar hunderttausend Dollar oder ein paar Millionen Dollar, wie viel sie brauchen, und dann haben die ihre Unternehmen angefangen und haben sind dadurch erfolgreich geworden, haben heute Weltkonzerne. Das ist also eigentlich eine gute Sache, und das war der Anfang von dem, was man heute Private Equity Fonds nennt. Also und Fonds, die mit Eigenkapital handeln und die Leuten, die Eigenkapital brauchen, das zur Verfügung stellen. Und dann kam eine andere Geschichte dazu, das war dann noch ein bisschen mehr sophisticated, wie man im Englischen sagt, also ein bisschen ausgekochter oder ausgeklügelter. Und da war der Staat 1949. Da war der Alfred Winslow Jones. Der hat eine Nase für Aktienbewegungen gehabt. Der hat irgendwie prophetische Gaben gehabt und hat im Voraus gewusst, ob Aktien fallen oder steigen. Ich meine, wir wissen alle, man muss die Aktien kaufen, wenn sie ganz unten stehen, man muss sie verkaufen, wenn sie ganz oben stehen. Das große Kunststück ist halt zu wissen, wann stehen sie ganz unten und wann stehen sie ganz oben, nicht? Und manche haben das falsch gemacht. Und der hat geahnt, dass bestimmte Aktien fallen, und hat dann Leute gesucht, die diese Aktien unbedingt haben wollten. Und hat gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt einen Vertrag, ich liefere dir die Aktie aber erst in 4 Wochen und du zahlst sie mir jetzt. Und er hat einen Vertrag gemacht, hat jetzt meinetwegen, wenn die Aktie, sagen wir mal, auf 100 stand, hat er die 100 Dollar kassiert, und dann ist die Aktie im Wert gefallen, meinetwegen auf 50 Dollar, und dann hat er 4 Wochen später die Aktie für 50 Dollar gekauft und hat sie dem geliefert. Und hat aber die 100 Dollar kassiert gehabt und hat mit dem Gewinn dann Aktien gekauft, die hinterher gestiegen sind. Und dieses Geschäft nennt man Leerverkäufe. Das heißt, er hat was verkauft, was er gar nicht gehabt hat. Und das sind die sogenannten Hedgefonds, die sowas machen. Hedge heißt auf Englisch die Hecke. Und das sind Leute, die gesagt haben, ich mache einen Fonds, wo sie, egal ob die Kurse fallen oder steigen, nur gewinnen können. Und ich meine, das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen reich werden, unabhängig von äußeren Umständen. Nicht? Das ist so ein menschlicher Trieb, den wir alle in uns haben. Und die Hedgefondsmanager haben das professionalisiert. Die Möglichkeit, egal wie die Börse läuft, nach oben oder unten, sie können immer Geld verdienen. Wenn ein Schwabe das macht, geht es manchmal schief. Sie haben alle das tragische Schicksal von Herrn Merkel vielleicht mitbekommen, einer der großen Milliardäre der Welt, der sich jetzt vor den Zug geworfen hat und das Leben genommen hat, weil er auch solche Leerverkäufe gemacht hat. Er hat sich sehr vernünftig gesagt, die Automobilbranche hat Überkapazitäten und die Autoaktien müssen fallen, und hat auch solche Leerverkäufe gemacht und hat sie die VW-Aktien verkauft. Er hat also speziell in VW-Aktien spekuliert, hat sie verkauft, und dann zu seinem großen Verdruss sind die Aktien nicht gefallen. Er hat sie, glaube ich, verkauft zu 300 und hat gedacht, die müssen ungefähr fallen auf 100, und dann habe ich ein riesen Geschäft gemacht.
Und dann sind die tragischerweise, und er hat dann in 4 Wochen liefern müssen, das war in den Verträgen drin, dann sind die tragischerweise gestiegen auf über 1000 durch die geschickten Manöver, die Porsche gemacht hat, um die Mehrheit und die Beherrschung von VW zu bekommen. Und das hat keiner gewusst, das haben die ja ganz heimlich gemacht, die Porsche-Leute, also auch ganz ausgekocht. Und dann sind die auf über 1000 gestiegen und er musste dann 4 Wochen später zu diesem hohen Preis die Aktien kaufen, um sie liefern zu können. Und es blieb nichts anderes übrig, als Milliarden Kredit aufzunehmen. Und das hat dazu geführt, dass die Banken jetzt gesagt haben, ihm gehört eine ganze Reihe von Unternehmen, Heidelberger Zement und Ratio Farm und eine Menge von Unternehmen gehören ihm, also wirklich gute Unternehmen. Und da haben die Banken gesagt, die mussten ihn jetzt alle übereignen. Sie geben die Kredite nicht mehr ohne Sicherheiten. Und das hat er nicht innerlich verkraftet und hat sich das Leben genommen. Nicht? Also ein ganz tragisches Schicksal. Es geht halt manchmal schief. Nicht? Und das sind, wie gesagt, die Hedgefonds. Ja, jetzt wissen Sie, was Private Equity Fonds sind und wissen, was Hedgefonds sind. Und jetzt kommt eine weitere Entwicklung. Ich will einen kurzen Abriss der Wirtschaftsgeschichte Ihnen geben, und zwar der Theoriegeschichte. Da hat es ja viele Hin und Her gegeben in der Wirtschaftstheorie. Und meistens haben die Wirtschaftstheoretiker, also die Volkswirte, sagen wir heute, früher hießen sie Nationalökonomen, die Interessen der herrschenden Klasse vertreten. Die Physiokraten zum Beispiel waren der Meinung, der einzige wirklich produktive Faktor ist der Boden und deshalb gehört eigentlich der ganze Reichtum den Leuten, die den Boden besitzen. Und das war die theoretische Begründung für das Feudalsystem, wo die Feudalherrscher halt alles kassiert haben und die Landarbeiter wurden auf Existenzniveau gehalten. Dann kam der Marxismus. Und der hat gesagt, der einzige Produktivitätsfaktor, der Produktivfaktor ist die Arbeit. Und deshalb kommt der ganze Reichtum den Arbeitern zugute. Und da die nicht wissen, wie man das macht, muss das verwaltet werden von den Funktionären, die Interessen der Arbeiterklasse vertreten. Und dann kam eine andere Richtung, die nennt sich Neoliberalismus. Einer der Repräsentanten ist der Friedrich Hayek, ein Deutscher. Und ein anderer Repräsentant, der weltweit einen Machtfaktor daraus gemacht hat, ist der Milton Friedman, ein Amerikaner. Und die Neoliberalen haben gesagt, der einzig wichtige Produktionsfaktor ist das Kapital. Und deshalb kommt der Reichtum eigentlich denen zugute, die das Kapital zur Verfügung stellen. Ohne Kapital kann man nichts produzieren und wenn man nichts produziert, hat sowieso keiner was. Und aller Reichtum, den wir haben, die hohen Einkommen, den Lebensstand, den wir haben, das haben wir alles nur, weil Kapitalgeber das möglich gemacht haben. Und deshalb muss dem Kapital die Möglichkeit gegeben werden, dorthin zu gehen, wo es die rentabelste Verwendung hat. Und diese Neoliberalen haben gesagt, es gibt drei Forderungen, die erfüllt sein müssen. Die eine Forderung ist, es muss Marktwirtschaft pur sein. Es muss völlig freier Markt herrschen, der durch nichts eingeschränkt wird. Nicht durch Exportregeln, nicht durch Importzölle, nicht durch irgendwelche Eingriffe des Staates, nicht durch Mindestlöhne, nicht durch möglichst auch nicht durch Gewerkschaften, die dann da praktisch jenseits des Marktgeschehens Gehälter oder Bezüge von Arbeitnehmern durchdrücken, die nicht marktgerecht sind. Es muss völlig freie Marktwirtschaft in allen Bereichen sein, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Gütermarkt, auf dem internationalen Handelsmarkt, also Marktwirtschaft pur. Das Zweite ist, es muss Kapitalismus pur sein. Sie haben gesagt, Private können besser wirtschaften als der Staat, als Beamte und deshalb muss möglichst alles privatisiert werden, weil es dann einfach effizienter gemacht wird, weil es besser gemacht wird. Es muss alles privatisiert werden. Und das Dritte ist, der Staat muss sich zurückziehen aus allen Regulierungen. Der Staat darf überhaupt nicht eingreifen, er muss das freie Spiel der Kräfte wirklich den Marktteilnehmern überlassen. Er darf sich um nichts kümmern, er darf keine Einschränkungen machen, überhaupt nichts. Also es war praktisch Marktwirtschaft pur, Kapitalismus pur und Deregulierung, komplette Deregulierung. Das ist ja auch ein Schlagwort, was Sie in Zeitungen jetzt jahrelang gelesen haben. Deregulierung heißt möglichst keine Regeln vom Staat, möglichst alles den Kräften selber überlassen, die halt völlig ohne Vorschriften und ohne staatliche Eingriffe schalten und walten können, wie sie wollen. Der Milton Friedman hat in Chicago gelehrt. Und er hat es geschafft, Wirtschaftsberater von Ronald Reagan zu werden. Er ist jetzt vor ein paar Jahren als sehr, sehr alter Mann gestorben und hat praktisch damit die Wirtschaftspolitik der amerikanischen Regierung des Vorvorgängers von Obama, Vorvorvorgängers, nicht? Also der war ja vor Clinton, der Reagan.
des Vorvorgängers von Obama bestimmt. Er hat es weiterhin geschafft, die Margaret Thatcher zu beraten, die damals englische Ministerpräsidentin war und die also voll nach seinen Rezepten die englische Wirtschaftspolitik ausgerichtet hat. Er hat es geschafft, seine Schüler in alle führenden Positionen weltweit zu schieben. Alle Führungspositionen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sind mit Friedman-Schülern besetzt. Die Regierungsberater auf der ganzen Welt heute, auf der ganzen Welt, selbst in China, selbst in Kuba, sind Friedman-Schüler, weil es in der Nationalökonomie, in der Volkswirtschaftslehre kaum noch Professoren gibt heute, die bekannt sind, die nicht dieser neoliberalen Theorie angehören. Und diese neoliberale Theorie hat zum Beispiel gesagt, die soziale Verpflichtung des Unternehmers ist es, Gewinn zu machen. Dagegen kann man ja noch nichts sagen. Also wenn ein Unternehmer sehr effizient ist und sehr erfolgreich sein Unternehmen führt, dann macht er auch Gewinn. Das ist notwendig, sonst, wenn er keinen Gewinn macht, wenn er längere Zeit Verlust macht, geht er ja in Konkurs. Dann kann er den Dienst oder das Produkt nicht mehr anbieten der Öffentlichkeit. Ein Unternehmer muss natürlich Gewinn machen. Aber Friedman ist sehr radikal gewesen. Er hat gesagt, je mehr Gewinn ein Unternehmer macht, je größer ist sein Beitrag zum Optimum. Und wenn wir weltweit die Armut besiegen wollen, dann müssen wir möglichst viele Unternehmer haben, die einen möglichst hohen Gewinn machen. Und je höher, desto besser. Die Höhe des Gewinns ist ein Zeichen für die Qualität des Beitrags dieses Unternehmens zum volkswirtschaftlichen Optimum oder zum weltwirtschaftlichen Optimum. Er hat es soziales Optimum genannt. Also das ist eigentlich eine heiße Geschichte, dass man das sozial sogar nennt. Und diese Überzeugung hat sich in den Köpfen aller Wirtschaftswissenschaftler niedergeschlagen auf der ganzen Welt, die deshalb den Unternehmern gesagt haben, macht so viel wie möglich Gewinn. Und aus dieser Überzeugung hat sich die sogenannte Shareholder-Value-Philosophie abgeleitet. Shareholder-Value ist der Wert einer Aktiengesellschaft nach dem Börsenkurs. Wenn wir also den Shareholder-Value von BMW ausrechnen wollen von heute, dann nehmen wir den heutigen Aktienkurs, multiplizieren ihn mit der Zahl der BMW-Aktien, die es gibt, und dann haben wir den Shareholder-Value von BMW zum Beispiel. Das geht mit jeder Aktiengesellschaft genauso. Und diese Forderung, möglichst viel Gewinn zu machen, hat dazu geführt, dass die Führer von Aktiengesellschaften angehalten worden sind, nur noch für den Shareholder Value zu arbeiten und sich nicht mehr um andere Dinge zu kümmern. Und das ist ganz einfach. Wenn ein Unternehmen in einer Krise ist, kann man den Shareholder Value sehr, sehr einfach erhöhen, indem man zum Beispiel Personal entlässt. Denn wenn Sie 100 oder 1000 Leute entlassen, gehen die eingesparten Personalkosten unmittelbar in den Gewinn. Das heißt, da erhöht sich sofort der Gewinn um die eingesparten Personalkosten, weil Personalkosten direkt in die Kosten reingehen und praktisch in der Bilanz den Gewinn vermindern. Und das hat dazu geführt, Sie wissen auch, in Amerika müssen die Konzernchefs alle Vierteljahr Erfolgsberichte abgeben und in der Börse einreichen. Und wenn dann ein Erfolgsbericht mal nicht so gut ist, dann wird der Chef meistens gleich entlassen. Und das hat dazu geführt, dass zunehmend der Druck war, Personal zu entlassen, um kurzfristig den Gewinn hochzufahren. Und so sind die Chefs halt belohnt worden. Und dann gab es noch so ein Instrument, ein Gehaltsinstrument mit Aktienoptionen, wo ihr eigenes Gehalt, ihre Bezüge abhängig von der Entwicklung des Aktienkurses gemacht worden sind. Und so dass die Konzernchefs alle ein Interesse hatten, die Aktienkurse möglichst hochzufahren und damit ein Interesse hatten, möglichst viele Leute auf die Straße zu setzen, dass sie damit auch Know-how auf die Straße gesetzt haben. Das wirkt sich ja erst Jahre später aus. Das merkt man nicht so schnell. Ein großes Unternehmen, das hat eine gewisse Beständigkeit im Markt, bis die Kunden merken, dass die Qualität nachlässt und dass der Service nicht mehr funktioniert. Das dauert eine Weile und dann ist der Chef längst über alle Berge und hat seine Aktienoptionen eingelöst und hat Millionen kassiert. Und das hat dann dazu geführt, dass auch zum Beispiel diese Gewinnmaximierung die Gehälter der Konzernführer nach oben gedrückt hat. Als ich vor ein paar Jahrzehnten, ich war lange in der chemischen Industrie, dort tätig war, da waren die Vorstandsgehälter so zwischen 1 und 2 Millionen D-Mark damals. Nicht? Das wäre heute zwischen 500.000 Euro und 1 Million Euro. Und das fanden alle zwar viel, aber haben gesagt, na gut, jemand, der so ein großes Unternehmen leitet, der darf auch ein großes Gehalt haben. Und dann hat die Daimler-Benz AG damals unter Herrn Schrempf hat fusioniert mit Chrysler und dann hat der Schrempf ein Gehalt von 2 Millionen D-Mark gehabt und sein Stellvertreter, das war der Vorstandsvorsitzende von Chrysler, hat ein Gehalt von 20 Millionen
Dollar gehabt. Also das war D-Mark und Dollar, das war sogar das 30- bis 40-fache damals. Das heißt, der Stellvertreter hatte das 30- bis 40-fache Gehalt. Und Sie können sich vorstellen, dass der Schremner durch zum Aufsichtsrat gegangen ist und hat gesagt, also mein Stellvertreter verdient 40 Mal so viel wie ich, so viel will ich auch haben. Böse Zungen behaupten, die ganze Fusion zwischen Daimler und Chrysler war nur eine Technik, um das Gehalt von Herrn Schremp zu vervierzigfachen. Und es hat ja dann auch geklappt. Und natürlich mussten andere dafür bluten und die Sache selber ist auch schiefgegangen. Und so gehen halt viele Sachen schief, wenn man nur dem Ziel ausgerichtet ist, das eigene Gehalt nach oben zu drücken. Das ist so ein bisschen, Sie wissen das, wie Wölfe, die gierig sind auf mehr Blut. Und Blut und Geld haben ja viel gemeinsam. Nicht? Das Blut läuft durch den Körper, das Geld muss durch die Wirtschaft laufen. Wissen Sie, wie die Inuti Wölfe fangen? Das sind die Ureinwohner von Sibirien. Die haben einen ganz irren Trick. Die haben eine Mausefalle aufgestellt und wenn eine Maus reingelaufen ist, dann haben sie so einen Dolch, der mit zwei spitzen Klingen, also so ein Messer mit zwei